Okay. Sieht noch jemand außer mir ein riesiges Schwert am Himmel? Ja, ich sehe es. Ganz deutlich. Guardians? Kang, der Eroberer, greift an. Wir sind mit der Evakuierung fast durch, aber die letzten Rettungsschiffe stecken in der Klemme. Lange halten wir nicht mehr durch. Keine Panik, Nova Prime. Die Kavallerie ist da. Wir lösen jedes Problem. Wir akzeptieren jedes Zahlungsmittel. Rocket, du übernimmst das Steuer. Groot? Fass nichts an. Jetzt zeigen wir es, Kang. Alles in Ordnung da oben? Die Antwort darauf möchtest du gar nicht wissen. Hey, das habe ich gehört. Spar dir deine Bemerkungen über meinen Flugstil, Quill. Verlassen wir diesen Schweinestall und gehen zur Schleuse. Schweinestall? Ich sehe hier kein einziges Schwein. Rocket, würdest du bitte die Zerstörung meines Schiffes kurz unterbrechen und diese Luke für uns öffnen? Was? Die ist noch zu? Klemmt wahrscheinlich nur irgendwo. Na toll. Dann muss wohl die Notfallhandbetätigung ran, von der ich euch erzählt habe. Wofür bin ich heute eingeteilt? Ach, komm schon, Mann. Ernsthaft? Nicht glauben, dass das deine Notfallhandbetätigung sein soll. Hey, ich gebe zu, dass es ein bisschen kompliziert ist, aber immerhin funktioniert es, oder? Da müssen wir raus. Mit einer Schwerkraftmine kann ich uns den Weg freiräumen. Warum ist über der Steuerung eine verstärkte Platte angebracht? Du weißt doch, wie gerne Groot auf Knöpfchen drückt. Von diesem möchte ich ihn lieber fernhalten. Eine wirklich sinnvolle und vernünftige Sicherheitsvorkehrung. Das scheint dich ja sehr zu überraschen. Wenn wir das hier überleben, sollten wir uns auf kommende Notfälle besser vorbereiten. Okay, Leute, wir gehen in den Landeanflug. Macht euch bereit! Okay, wir springen. Sobald wir niedrig genug sind. Trägt er einen Raketenrucksack? Ernsthaft? Der Typ trägt ja nicht mal ein Hemd. Okay, neuer Plan. Wir springen jetzt. Wow.
Drax, das nächste Mal erst schauen, dann springen. Aber genau das habe ich gemacht. Genau. Kann es vielleicht sein, dass Kang der Eroberer irgendwie auf Zeitreisen steht? Ich sagte Guardians of the Galaxy. Ja, ich weiß, dass das eine Bande von... Oh, hallo Guardians. Danke für eure Hilfe. In Kürze trifft ein Rettungsschiff ein, das die letzten Zivilisten ausfliegt. Bitte sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Aktion. Aber vergesst nicht, dass auch Kangs Truppen ein Auge auf uns geworfen haben. Naja, solange sie nur mit Augen... Nur eine Redewendung, Drax. Also gut, Guardians, an die Arbeit. Das sieht aber gar nicht gut aus. Das ist ja ein einziges Chaos. Die Zivilisten bleiben so lange hier, bis wir die Feuer gelöscht haben. Vielleicht finden wir im oberen Bereich etwas, das wir benutzen können. Ich verstehe das nicht. Tretet beiseite! Meine enorme Kraft wird diese mittelstark beschädigte Mauer zum Einsturz bringen. Das haben wir auch gleich erledigt. Nicht schlecht, Team. Gute Arbeit. Wir haben jetzt unsere eigene Feuerlöschdrohne. Ich hätte nichts sagen sollen. Tut mir leid, Leute. Die Leute fliehen in die Freiheit. Gute Arbeit. Achtung! Feindlicher Beschuss! Boah! Dafür werdet ihr bezahlen, ihr Feiglinge! Okay, das war verrückt. Aber schaut mal. Hurra! Ich wusste, dass das funktionieren wird. Lasst mich beim Öffnen der Tür behilflich sein. Wie sagen die Terraner? Nun sind wir in meinem Haus. Glückwunsch, Leute. Ihr wurdet gerettet vom legendären... Hey, wo geht ihr denn alle hin? Will denn keiner ein Autogramm vom Star-Lord? Hey, geht's euch gut? Wir setzen jetzt zur Landung an. Oh, ihr werdet nicht glauben, was passiert ist. Wir haben einen von Kangs Kumpanen getroffen und etwas Technologie aus der Zukunft entdeckt. Das müsst ihr euch ansehen.
Rocket, hast du irgendwas, womit du dieses verstärkte Metall zerstören kannst? Na klar! Im Gegensatz zu einigen von euch bin ich auf solche Situationen vorbereitet. Gute Arbeit. Wir müssen jetzt nur noch dafür sorgen, dass alle das Schiff erreichen. Krass! Wie hat Groot das gerade gemacht? Das versuche ich euch doch schon die ganze Zeit zu erklären. Das kleine Ding, das wir gefunden haben, lässt ihn wachsen und schrumpfen, wie es ihm gefällt. Er kann sich damit auch älter oder jünger machen, wenn ihr es genau wissen wollt. Mehr scheint es allerdings nicht zu können. Ich bin Groot. Das war der Letzte. Gut gemacht, Team. Heute haben wir wirklich gute Arbeit geleistet. Allerdings. Und zwar, weil... Quill, komm her. Wir werden angegriffen und unsere Schilde halten nicht mehr lange durch. Du musst uns das angreifende Schiff vom Hals halten, während wir sie reparieren. Das heißt wohl Überstunden machen. Hey, greift das Ding etwa mein Schiff an? Das finde ich aber gar nicht cool. Hauen wir lieber ab, bevor es noch mehr Schaden anrichtet. Oh, die Milano kann jeden Moment explodieren. Viel zu gefährlich, da reinzugehen. Rocket, ist ein Fernzugriff auf die Verteidigungssysteme möglich? Vielleicht. Ein Versuch ist es jedenfalls wert. Mit sowas habe ich nicht gerechnet. Okay, das hat funktioniert. Jetzt müssen wir nur noch darauf und das Ding abfeuern. Einfach immer weiter feuern. Nur noch ein paar Schüsse. Wir haben es schon beinahe besiegt. Guter Schuss, Rocket. Wir haben gesiegt. Okay. Ja, danke. Es gibt keine größere Befriedigung als die eines Triumphes errungen auf dem Schlachtfeld. Ist es nicht herrlich, meine liebste Ravonna? Einfach verheerend. Eure Macht ist unübertrefflich, mein Kang. Oh, das gefällt mir. Sag das nochmal. Einfach verheerend. Eure Macht ist unübertrefflich, mein Kang. Auch beim zweiten Mal noch schön. Die Neuankömmlinge zeigen Kampfgeist.
Lächerliche Ameisen. Sie sind keine Gefahr. Aber wir sollten ihnen trotzdem eine schöne Herausforderung bieten. Celestial hier? Wieso? Wer weiß. Sieht jedenfalls nicht aus, als wollte er Freunde finden. Mein King, Ison der Sucher, ist das nicht übertrieben? Übertrieben? Ich fand ihn am Ende der Zeit schwach und gebrochen. Also wird er sie wohl nicht allzu schnell erledigen. Hey, winkt uns das Ding etwa zu? Ich glaube schon. Hallo, riesiges, missverstandenes Wesen. Nein, warte, es greift an. Passt auf, Leute. Dieser Tag wird einfach immer besser. Hast du dem Ding denn irgendwas getan, Peter? Warum fragen mich das alle? Nein, diesmal nicht. Wartet! Was zur Hölle war das? Soll ich raten? Hat bestimmt wieder was mit Kangs Zeitreisetechnologie zu tun. Wir müssen diesen Laserstrahl ausschalten. Vorschläge? Eine Schwerkraftmine vielleicht. Dafür bräuchte ich aber einen weiteren Verstärker. Schade, dass wir nichts haben, womit wir einen bauen können. Wir könnten doch Teile von diesem Schiff da drüben benutzen. Dazu müssten wir es allerdings erst aufbrechen. Vielleicht kann unser neuer Kumpel das für uns erledigen. Ich glaube, es funktioniert. Selbst repariert. Wie ist das möglich? Vergessen wir also den Schwerkraftverstärker. Wenigstens haben wir jetzt etwas, womit wir angreifen können. Geklappt. Hey, ich erkenne, glaube ich, einen Schwachpunkt an seiner Schulter. Überlass das mir. Nichts stellt sich mir in den Weg. Ja.
Leute. Ich glaube, wir haben ihm gerade den Saft abgedreht. Okay, jetzt haben wir die Gelegenheit, nach einem Schwachpunkt zu suchen. Genau. Was sie gesagt hat, mach das. Meinst du den großen, furchterregenden Roboter, der uns töten will? Ja, der ist mir auch schon aufgefallen. Nö, ich meine den Schwerkraftverstärker in seiner Brust. Könntest du mit dem was anfangen? Du meinst an so etwas Mächtigem wie einem Celestial eine Schwerkraftmine anbringen? Unvorstellbar, was da passieren könnte. Stimmt, hast recht. Tu es auf jeden Fall. Sie sind, desto härter schlagen sie zu. Hey, Quill, frag sie doch mal nach unserer Belohnung. Was ist das denn? Unser Stichwort zu gehen. Komm! Hey, nicht auf die faule Rinde legen, Kumpel. Das Riesenschwert ist noch da. Jetzt nicht mehr. Ich bin Groot. Das ist ein Notruf von Terra. Die Erde? Aber Kang kann doch noch gar nicht da sein. Das ist unmöglich. Aber wir müssen hin und die Leute warnen. Warum sollen wir denen denn helfen? Weil wir die Guardians of the Galaxy sind.